1922 wurde Yitzhak Rabin in Jerusalem geboren. Seine Familie gehörte zu den ersten jüdischen Siedlern in Palästina. Er war Generalstabschef der israelischen Streitkräfte, Verteidigungsminister und Ministerpräsident Israels. Während Rabin sich die Weltbühne mit Präsidenten wie Carter und George Bush teilte, war es Ziel seiner Politik, eine Lösung für den Nahostkonflikt zu finden. Der US-Präsident Bush begrüßte Rabin in den Vereinigten Staaten als engen Freund. Will be even stronger. We would like, on the one hand, to give a chance, a real chance. Dauerthema von Konferenzen: der israelisch-palästinensische Nahostkonflikt. We would like to change the order of our national priority. We believe that the real problems are in the domestic field. In addition to make a real effort to negotiate peace seriously. Without endangering Israel's security by interest. Sowohl Israels Sicherheit zu garantieren, als auch Palästinas Eigenstaatlichkeit zu fördern, war ein schwerer Balanceakt. Zusätzlich erschwert durch unterschiedliche Ansichten innerhalb Israels. Zum ersten Mal kam Rabin 1973 ins Parlament und folgte 1974 Golda Meir ins Amt des Ministerpräsidenten. Schon 1976 war er gezwungen, zunächst zurückzutreten. Erst 1992 konnte er eine Koalition zusammenstellen, die ihn erneut ins Amt bringen sollte. Der Sieg und damit ein Politikwechsel war vor den Wahlen zum Greifen nahe. And I believe that I'm the best candidate that can win the major elections, the elections for the Knesset. Mit Rabins Sieg übernahm seine Arbeiterpartei zum ersten Mal seit 15 Jahren wieder die Macht. Sie stützte sich auf eine Koalition verschiedenster Parteien. I believe that the real issue was not what the party policy will be. Ursprünglich hatte Rabin harte Strafen für Teilnehmer der ersten Intifada unterstützt, seine Meinung jedoch bald zugunsten gemäßigter Verhandlungen geändert. Als Ministerpräsident nahm Rabin die Einladung des US-Präsidenten Clinton 1993 an, um in ebensolche Verhandlungen zu treten. Rabin traf den Palästinenserführer Yasser Arafat und unterzeichnete ein Abkommen, das Teilen der Westbank und dem Gazastreifen Autonomie zusicherte. Im Gegenzug wurde Israels Existenzrecht akzeptiert und der Gewalt abgeschworen. Rabin, Arafat und der israelische Außenminister Peres erhielten dafür den Friedensnobelpreis. Today we bear witness to an extraordinary act. US-Präsident Bill Clinton lobte die Bemühungen. Rabins Streben nach Frieden wurde durch die Opposition gebremst. Am 4. November 1995 wurde er in Tel Aviv von einem Fanatiker ermordet.